Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Phoenix Bundle von Richter. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Phoenix von Richter, das Ganze am 20. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Das Bundle besteht, wie wir sehen können, einerseits aus diesem Hoodie hier, der ist recht groß und in schwarz, weiß und rot. Dann haben wir hier ein blaues Armband mit dabei. Weiters einen Zettel mit einem QR-Code, der in Verbindung mit dem Armband steht. Dazu kommen wir dann noch. Zwei Sticker sind mit dabei, einmal zweimal eine Autogrammkarte und natürlich die EP an sich, die kommt hier in einem super Jewelcase. Ja, ich würde sagen, wir starten als erstes mal mit den beiden Sachen, die hier noch in Folie sind. Und befreien die hier. Also einmal der Hoodie. So, wir haben hier auch noch einen Sticker auf der Folie. Und zwar lesen wir hier Ecstasy Black L. Und weiters natürlich auch noch die EP. Die ist auch noch in Folie. Die werden wir auch noch befreien. Und dann starten wir direkt. So. Also, das ist sie, die neueste EP von Richter. Phoenix, der Titel. Passend zu diesem Titel haben wir dann hier auch einen Phoenix abgebildet, also zumindest den Abdruck eines Phoenix. Und rundherum Asche. Also, er dürfte hier neu auferstanden sein. Rechts unten lesen wir Phoenix und darüber das Logo von Richter mit dem Flügel. Dann hier auf der Seite auch noch beschriftet, und zwar lesen wir hier, der Phoenix gilt als ein Zeichen für Wiedergeburt oder Auferstehung nach schlimmen Schicksalsschlägen. So ist es. So, auf der Seite sieht das Ganze so aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 8 Tracks sind es geworden, die sind ja nicht durchnummeriert. Soweit ich weiß, auch alle 8 Solo-Tracks. Also hier sind auch keine Features oder dergleichen vermerkt. Wir schauen mal rein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Hier geht's los. Also, was haben wir hier? Hey du, es wird ein wenig brauchen, bis du all das verstehen kannst, aber das ist okay. Ich werde auf diesen Tag warten. Vermutlich wird am Ende meines Lebens alles einen Sinn ergeben. Vielleicht mussten gewisse Dinge passieren, damit ein Wunder entstehen kann. Ich verspreche dir, dass egal was auch kommen mag, deine Familie immer hinter dir stehen wird. Dein Papa. Ja, also sehr schöne Worte hier am Anfang. Dann geht es hier los mit den Erwähnungen der Besteller. Also es gab da, glaube ich, ein Datum bis zum 20. Oktober, glaube ich, war es, wurden alle Vorbesteller, die sich das Bundle bestellt haben, hier dann namentlich erwähnt. Ich war leider etwas spät, also ich bin etwas zu spät auf das Bundle aufmerksam geworden. Von daher steht mein Name meines Wissens hier nicht drin. Nein, ich kann ihn nicht sehen. Ja, nicht weiter schlimm. Wie gesagt, ich war da einfach zu spät dran. So, dann haben wir hier noch ein Foto. Das sieht aus wie ein Ultraschall. Interessant. Und dann kommen wir zur CD. Das ist diese hier. In einem sehr ungewöhnlichen Design, und zwar in der Mitte klassisch hier in diesem Silber und dann gespiegelt der Phoenix und auch hier der Schriftzug plus Logo. Also egal wie man es dreht, man kann das hier immer wunderbar sehen. So sieht das aus. Und dahinter kommt auch nochmal der Phoenix zum Vorschein. So, als nächsten Inhalt haben wir mit dabei eine Autogrammkarte. Hier sehen wir Richter sitzend auf einer, es sieht tatsächlich aus wie eine Mülltonne, und hier mit gemalten Flügeln. Das Ganze dann hier noch mit schwarzem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite so. Also im Hochformat diese Autogrammkarte. Dann haben wir zwei Sticker hier kreisförmig. Jeweils das Richterlogo hier schwarz auf. Ich schätze mal, das ist transparent, wenn man den Sticker hier ablöst. Moment, ja. Also,
schwarzer Richter-Logo-Sticker hier, zweimal kreisförmig. Und dann haben wir hier ein Armband. Und zwar lesen wir hier Ex Tessi Family, Family in Weiß. Das Ganze ist hier eingeprägt in dieses blaue Band. Ja, so ein klassisches Silikonband hat man ja früher häufiger gesehen. Mittlerweile trägt das kaum noch jemand. Aber was hat es mit diesem Band auf sich? Wir haben hier einen Zettel. Auf der Rückseite dieses Zettels ist ein QR-Code. Und mit diesem Band hier, das ist quasi eine Einladung oder eine Eintrittskarte mehr oder weniger zu einem Treffen 2021. Also Richter dürfte 2021 im Sommer ein Fest veranstalten und wenn man eben dieses Bändchen hier und diesen QR-Code hat, dann ist man dort zugelassen und darf man dort teilnehmen. Mal schauen, ob ich teilnehmen werde. Wird vermutlich in Deutschland sein und dementsprechend dann mit weiter Anreise für mich verbunden sein, aber warten wir es mal ab. Und als letzten Bundle-Inhalt haben wir dann hier noch diesen riesen Hoodie. Der wiegt echt einiges und ist auch verdammt dick. Also perfekt jetzt für die Herbst- oder Winterzeit geeignet. Den konnte man auch größentechnisch auswählen. Also, der kommt hier in schwarz. Auf der Brust lesen wir hier groß Ex Tessi in weiß und rot. Ansonsten hier entsprechend eine Bauchtasche mit Eingriff links und rechts. Dann hier am Bund entsprechend gerafft. Ebenso hier an den Ärmeln. Die sind hier auch nochmal entsprechend gerafft. Dann hier bei der Kapuze haben wir zwei Bänder, mit denen wir das Ganze dann hier zuziehen können. Also die Kapuze enger machen können. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also hier wirklich komplett in schwarz gehalten, kein Neckprint oder ähnliches. Ich schaue jetzt mal, ob auf der Kapuze oder auf den Ärmeln, nein. Also ich glaube wirklich, bis auf den Brustaufdruck haben wir keine weiteren Details, okay. Und bei diesem Hoodie haben wir es zu tun mit Größe L, ja. Im Normalfall nehme ich ja immer Größe M, aber ich dachte mir jetzt bei so einem Hoodie, der so kuschelig für den Herbst und Winter ist, passt das ganz gut. Etwas größer und wir haben es hier zu tun mit 65% Baumwolle und 35% Polyester und das Ganze ist made in Turkey. Grüße gehen raus. Was auch sehr interessant ist, der Hinweis hier zum Waschen. Hier steht tatsächlich von links waschen und bügeln mit ähnlichen Farben waschen. Und dann steht drunter in rot, or give it to you Babushka. Wahrscheinlich war gemeint to your Babushka. She knows how to do it. Ja. Davon gehe ich aus, dass sie das weiß. So, dann schauen wir uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie dieser Hoodie getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben den schwarzen Hoodie hier mit den zwei Bändeln und dem großen Schriftzug hier im Brustbereich. Ansonsten hier alles wirklich komplett in schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal der eben gezeigte Hoodie in der Größe L. Wie gesagt, Größe war frei wählbar. Dann haben wir hier dieses Zettelchen mit dem QR-Code zum Einscannen, sowie das Bändchen hier. Wie gesagt, die Eintrittskarte für das Sommerfest 2021. Dann haben wir diese beiden Sticker hier, kreisförmig mit dem Richterlogo. Die unterschriebene Autogrammkarte im Hochformat und natürlich die EP an sich, Phoenix im Super Jewel Case mit insgesamt 8 Tracks. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Phoenix von Richter. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Richter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.